Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, wir sind auf Skellige momentan. Und wir brauchen noch Waffenbrüder. Jetzt muss ich mal kurz was hier lesen. Außerdem stand mir auf dem kämpft er nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Da beschloss der Hexe über seinen Schatten zu springen und den Kaiser von Nilfgaard. Ich muss es aber nicht. Ah, was soll ich tun? Okay, was soll man da? 26, nee, das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber wir machen mal hier das Herz des Waldes. Das machen wir mal. Mit Sven reden. Svenny Boy. Wo bist? Da. Ja, und dann, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Schatzsuche. Und dann können wir... Soll ich den Kaiser? Ich weiß es nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe halt einfach Schiss. Warte mal. Was mache ich denn? Ich habe halt einfach Schiss, dass der... Pass doch auf, hä? Oh, was ist denn da hinten los? Muss ich mir gleich mal angucken. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürfen dich wohl eher interessieren. Ja, dass er Siri dann halt behält, dann gute Emrir. Da habe ich halt echt keinen Bock. Die Caroline. Schwarzes Einhorn. Ja, dass ich die verkaufen. Jetzt gucken wir erstmal. Was kommt denn beim... Boah, das ist cool. Makelloser Saphir. Warum die Winterklinge tut's mir schon leid. Nee, die will ich nicht verkaufen. Sorry, geht nicht. Krieg ich nicht hin. Die ist mit der... Fuck, so cool. Okay, gut. Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser und... Ja, ja. Ich muss mal was gucken. Weil das ist ja nur überlegen. Das spielt ja keine Rolle. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ah, guck mal, da muss ich so oder so hin. Was machen ich? Sagte ihm noch, geh nicht in den Wald. Warum wollte er das Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Mhm. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Mhm. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Ach, ich weiß schon wieder, alles was das ist. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Naja,
Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ja. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Lassen wir uns von Chalmar führen. Er hat den Riesen besiegt. Glaub ja nicht, ich hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Okay. Ja. Was haben wir denn da hinten? Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Oh, sinnlos, die Schläge zu parieren. Ist ganz schön unheimlich. Ja, ich lass die mal lieber kommen. Oh. Noch einer? Naja. Was haben wir hier Schönes? Ah. Da geht's weiter. Ui. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Ein Waldschrat, männlich, sehr alt. Verdammt, hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Das Bistarium. Das hatte ich ja so noch nie, ja? Geist des Waldes. Manche Monster sind so mächtig, dass die Einwohner der Gegend damit anfangen, sie als Götter zu verehren. Dies traf auch auf den Waldschrat zu, der in den Wäldern bei Fairlund auf Skellige hauste. Die Dorfältesten waren überzeugt, dass das Monster über sie wachte, sie vor Feinden beschützte und ihre Jäger ausbildete. Der Hexer hegte da jedoch seine Zweifel. Waldschrate sind niederträchtige, eigennützige Kreaturen. Da bildete das uralte Exemplar in den Wäldern bei Fairlund gewiss keine Ausnahme. Geralt wusste, dass es nicht einfach sein würde, die Dörfler aus dem Griff ihres vermeintlichen Beschützers zu befreien, falls sie überhaupt versuchen wollte. Der Waldschrat, der als Geist des Waldes bekannt war, war so mächtig, dass er die Kunst des Markierens beherrschte. Dies bedeutete, dass das Monster einem Einwohner von Fairlund seine Essenz eingegeben hatte. Solange diese unglückliche Seele am Leben und in der Nähe des Dorfes blieb, würde der Waldschrat immer wieder neu erstehen. Doch auch wenn der Markierte tot war, würde es noch schwierig sein, dem Waldschrat beizukommen. Das Monster genoss den Gehorsam der Waldbewohner, er konnte Wölfe, Raben und sogar die Bäume selbst zur Hilfe rufen. Doch zum Glück hatte er auch eine Schwachstelle, Feuer, vor allem Feuer im Igni-Zeichen. Da liegt Öl und die blöde Bombe, die nie wirklich was gebracht hat. So. Gut. Gehen wir mal zurück. So.
So, ich muss aber als erstes mit dem Jüngeren von denen sprechen, der mich... nicht mit dem. Einige werden kalt. Ja. Mit ihm will ich zuerst reden. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Schauen wir mal. Es ist... Das ist vielleicht... Was? Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Welches Mädchen? Ah. Fühlst du dich besser? Rumtreiber. Die arme Hilde, ich hab sie. Das wollte ich schon immer wissen. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herum zu reden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer Frieden. Hör doch zu. Der Waldschrat hat Hilde markiert. Hilde? Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals! Wie wär's, wenn ihr es ihr einfach erklärt? Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Wir haben noch nicht über die Bezahlung gelabert, ne? Hilde schon weg, ja. Und ich schwätze trotzdem noch mal mit Harald. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauze umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr.
Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht. Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gut, ich versuche es auf deine Weise, aber wenn es nicht klappt, töte ich das Biest. Weise Entscheidung. Der Geist wird dich herausfordern, du musst ihm standhalten. Wenn du es schaffst, das Bündnis zu erneuern, werde ich dich mit viel Gold belohnen. Tja. Das ist schwierig. Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Ja, aber ich gehe mal erst zum Altar. Wird ja eh nicht auftauchen. Wolfsherzen müsste ich ja auch haben. Aber wie komme ich hier hoch? Was? Alter, wie viel? Gucken wir mal. Was ist das? Und wie er reagiert. Mist, Hilde ist umsonst gegangen, verdammte Axt. Und da wird einer nicht begeistert sein. Da wird einer nicht begeistert sein. Zu Recht. Shit. Wirklich nicht so schlau von mir. Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Ah.
Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Tja, was mache ich? Und Mord wird daran etwas ändern? Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Sorry, Sven. Das war nicht der Plan. Du hast Freya zu danken, dass sie dich geschickt hat. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht wärst. Ja, aber. Das ist scheiße. Ich hab alles von der Klinge. Aber ja. Klingend. Dann zeig mal. So, warte mal. Dann zeig mir was ein. Könnten mal gucken. Kann man nämlich den Kruscht auch verkaufen, ne? Oh. Bist immer eine Handbrand. Jo. Also, was haben wir jetzt noch? Wir haben, ja, siehst du mal. Wir haben ein bisschen was. Weil die Bärenausrüstung will ich eigentlich schon noch auf finden. Das Hafen von Ubiala, war ich da schon mal? Ich glaube nicht, ne? Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Lustig. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Spannend. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Okay, was ist das für eine Stufe?
Nee, den macht man nicht. Stufe 30 machen wir nicht. Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. So, wie komme ich denn hier raus am dümmsten? Ich liebe den Regen. Hä? Oder muss ich hier rum? Ich glaube, ich muss dahin zu kommen. Hier entlang. Bin mir ziemlich sicher. Machen wir das halt. Schauen, ob ich da hochkomme. Ah, nee, ich hasse dieses Rutschen. Komm! Also, das ist wirklich furchtbar. Dankeschön. Alter, das war gut. Mach mal was hier. Ich will eigentlich hier nicht kämpfen. Wo ist das Sieg? Denn hier hin? Komm. Danke. So, kommt her. Kein Bock habt zu kämpfen, dann... Was zum... Hä, was ist das für ein Weg? Hä? Das ist echt komisch hier. Das ist echt eigenartig. Muss echt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie abschmier. Komme ich jetzt dahin? Wird eh nicht gelingen. Hüpf doch einmal noch, bitte. Geralt, hüpf einmal noch. Und steck das blöde Schwert endlich weg. Vorsichtig. Alter, was für ein Kackweg. Was ist hier? Wo muss es hier hinführen? Echt ein beschissener Weg. Also ich will das jetzt erst machen, weil wenn ich schon diesen Weg hier einigermaßen hinbekommen habe. Ort der Macht, oh, prima. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.
das? Zeichen, dass die Prüfung des Geschicks abgeschlossen wurde. Aha, spannend. Und hier ist auch. Oh, la la la. Okay. Wie komme ich jetzt nochmal hier zurück? Gottes Willen. Hier. Oder? Ja. Wo nicht runterfallen? Hä? Geralt, nicht rutschen. Das war knapp. Was war denn das? Ah. So. Jetzt muss ich hier runter. So, Gottes Willen, ist das ein Ätzen. Abgeschmiert. Na, kein Viech. Da kein Viech kommt, da weiß ich aber nicht. Oh, interessant. Interessant. Was ist das hier? Gleich. Ballade von Thorgeir dem Roten. Leute, hört, ich will euch singen und euch manche Kunde bringen. Es war ein Jarl, ein tapferer Recke, er schlug die Feinde gleich am Flecke. Niemals wollte ihn der Mut verlassen, mit Jarl Thorgeir war nicht zu spaßen. Die Inseln, die waren ihm viel zu klein und darum fuhr er in die Alba hinein. Nicht lang und er stand vor den goldenen Türmen, die ließ er beben, die Stadt ließ er stürmen. Doch Nilfgaard, da wusste sich trefflich zu wehren. Es ließ dem Jarl Mörder als Mann bescheren. Es lockten mit Reichtum die Nilfgaarder nach Skellig so manchen Verbrecher heran. Gegürtet zur Schlacht stand der Jarl wohl im Fort. Doch Nilfgaard ist ehrlos wie Dämon und Jord. Sie richteten auf das Fort ihr Katapult. Die Wände zerbarsten, es kam zum Tumult. Ein Trümmermeer schluckte die edelsten Leut und viele der Namen, die kennt man noch heut. Tore von Tovre, der schlummernde Bärt, und der Wächter des Jahres, der Hexer Gerd. Rest der Ballade unleserlich. Ach, komm her, du. Ja. Hör euch doch. Ah, dieses. Wo bist du? Hab ich das jetzt? Hier geht's runter. Dann machen wir mal aber erst einen Abstecher hier rein. Oh. Tagesstern. Okay. Bin mal gespannt, was wir hier unten haben. Was war das? Ach, das Gitter ist zugegangen. Prima. Also normalerweise würde man da ja richtig gut in Panik geraten.
so überlege, bist hier irgendwo am Untersteigen und das Ding. Ja, ja. Wie schmeckt dir das Silber? Oh. Gut geschmeckt hat's ihr. Spannend. Ah, ist dieser eine Raum. Warte mal. Ah, wunderbar. Mal ein Feuerchen an. So, Ballade von Gerd dem Hexer. Ein Mann, dem der Tod keine Aufregung wert. Von solch Holzgeschnitz war der Hexer Gerd. Verfolgt von Gestalten, die durch und durch schlecht, so schlug er auf Arzt Gellig das letzte Gefecht und gar nicht mal so schlecht. So wie er dort einmal eintraf, umfing ihn Geschrei, zu Hilfe ein Drache, es ist alles vorbei. Da fasst er auf treffliche Art er die Kling, brach auf und erschlug das Vieh, von dem ich sing, und Kunde euch bringt. Doch wilder als Wölfe verfolgten sie ihn, die finsteren Feinde mit finsterem Sinn. Im Schutze der Dunkelheit schlugen sie zu, doch waren sie selber die Opfer im Nu. Da war endlich Ruhe. Der Hexer ertritt zwischen Monster und Leut, und damit verbringt er erhebliche Zeit. Er wehrte Sirenen vom Clan Tussus ab, er stieg in die Höhle Melusines hinab. Doch dann wurde es knapp. Fehlendes Fragment. Es kehrte Jaltorgir voll Stolz zurück, ein Freund wohl wie dieser, ja das ist ein Glück. Was hat ein Jarl Freude, wenn er einmal fort und bei seiner Rückkehr ist alles am Ort. Dank hexerschem Sport, fehlendes Fragment. Da war glaube ich noch ein Brief. Ja, ist ja gut. Ah, ihr nervt. Jetzt ist gut. Reicht mir. Unverschämter. Jetzt muss ich doch so gucken. Ich wurde jetzt abgelenkt. Was ist das hier? Chroniken des Clans Torgir, und es erhob sich große Jubel in der Burg, als der fahrende Monster schlechter erschien, der Hexer Gerd. Jarl Torgir, der seit dem Tod seines Kampfbruders Ingmar gar zu bekümmert und lustlos geworden war, wurde von neuer Kraft beseelt. Jarl und Hexer fanden rasch zusammen, unternahmen bald gemeinsame Jagden und Feste, auf denen Gelächter und Getöse kein Ende nahm. Unleserlich. Dann erzählte Jagdtogi Gerd von der grässlichen Striege in den Ruinen von Ithnir, die einst so stolze Festung entweint, welche in besseren Zeiten unerschütterlicher Wächter der nördlichen Gebiete Arzgelix gewesen war. Der Kummer des Jahres rührte den Hexer und er kündigte an, die Bestie zu fällen. Doch der Hexer Gerd erklärte als wahrhaft professioneller Handwerksmann, dass er zunächst in einem ersten Auftrag Spiegelrub von Sirenen befreien musste. Unleserlich? Und so gab der Jarl Gerd eine pralle Börse und stellte Olven Orks Sohn als Führer in seinen Dienst, den sicher nach Spiegelrub bringen und ihm im Kampf gegen die Sirenen beistehen sollten. Gerds Herz füllte sich mit Dankbarkeit und er übergab dem Jarl ein Rüstungsschema, das er lange mit sich geführt und gehütet hatte, ein Zeichen seiner Entschlossenheit, nach erfüllter Aufgabe sogleich zurückzukehren. Aha. Okay. Ah, was haben wir da noch? So. Hä? Jetzt sind. Gut. Jetzt müssen wir hier irgendwie zurückfinden, so schnell wie möglich. Es fällt mir aber noch was
ein. Nehmen wir mal an, dass die kommen da am schnellsten. Diesen Weg will ich eigentlich nicht, oder? Gucken wir mal. Vielleicht geht's doch schneller davor, wie ich es gedacht habe, oder? Oh ja. Dann nehmen wir die Abkürzung. Nein, 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 oh Gott. Das war knapp. Weil ich wieder einfach zu schnell machen musste. Statt in Ruhe hier hin und her zu springen. Alles schnell, schnell, schnell. Bei schnell, schnell, schnell geht's meistens in die Hose. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, da waren wir doch schon. Oh, ist interessant. Oh. Gibt's hier keinen besseren... Nee, dann nehmen wir, glaube ich, den Weg. Also, wir müssen doch noch ein paar Rüstungsschemen finden. Bevor wir zum Emrir gehen. Dann sage ich herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.